Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns momentan auf Atheum, der Insel der Tsuchika, sage ich jetzt mal. Und da müssen wir jetzt einmal mit dem Ritenmeister sprechen, um zu erklären, was wir in der letzten Folge alles herausbekommen haben. Da ist er auch schon. Ah, Freundin von Walsiren. Mir wurde mitgeteilt, dass ihr in einem Erdfall unter Relentil auf eine Seekrecke getroffen seid. Das verheißt Übles für ganz Sommersend. Vielleicht sogar für ganz Nirn. Ich fürchte, es liegen schwierige Tage vor uns. Die Seekrecke nannte sich selbst Ktora. Ich bin mit dieser speziellen Seekrecke und ihren Abtrünnigen vertraut. Sie nennen sich die Kluftkabale. Ich dachte, ich hätte sie vor langer Zeit besiegt, aber da scheine ich mich geirrt zu haben. Was ist mit den Perlen? Walsiren erwähnte, dass ihr noch mehr im Erdfall gefunden habt. Ktora nutzt Kluftperlen, um Yagra herbeizurufen, die Relentil angreifen. Boah, was sind das alles für Wörter? Woll hat diese Monstrositäten aus dem Meer beschrieben. Ich kann mich vage daran erinnern, dass Ktora schon früh solche Kreaturen eingesetzt hat, aber aus irgendwelchen Gründen bleiben diese Erinnerungen irgendwie unscharf. Ich schätze, das ist ein weiteres Mysterium, dem ich nachgehen muss. Warum sollten die dädrischen Fürsten die Hilfe der Seekrecke brauchen? Die dädrischen Fürsten brauchen Schergen, die ihrem Willen gehorchen. Und die Krecke ist an diesem grünen und gefälligen Land interessiert. Es liegt wohl auf der Hand, warum sie zusammenarbeiten. Fürs Erste habt ihr meinen Dank dafür, dass ihr Walsiren unterstützt habt. Boah, mich triggert diese Umgebung. So geht es euch eigentlich genauso, als ob sich der ganze Raum hier bewegt. Wir haben eine entschlossene zweihändige Axt erhalten. Ich habe das Konklave der elf Kräfte gebeten, zu überlegen, wie wir durch die Kluftperle mehr erfahren können. In Anbetracht des zusätzlichen Wissens, das ihr geliefert habt, rechne ich damit, dass Iradal oder Amalera jetzt in der Lage sein werden, einen neuen Ansatz für ihre Untersuchungen der Perle zu entwickeln. Was erhofft ihr noch zusätzlich von der Kluftperle zu erfahren? Das Hellsichtritual hat die Verbindung zum Hof des Aufruhrs offenbart und auf Probleme in Relentil aufmerksam gemacht. Jetzt müssen wir noch feststellen, wo Ketora und die Seekrecken sich verbergen. Die Kluftperle sollte uns in die richtige Richtung schicken können. Wie kann ich helfen? Trefft mich in der Hauptgalerie. Wir können den Rest des Konklaves zu Rate ziehen und das Wahrsagebecken nutzen, um unsere Untersuchung der Perle fortzusetzen. So sehr mich diese Lage auch besorgt, muss ich einräumen, dass ich es auch einigermaßen genieße, wieder mitten im Geschehen zu sein. Ich treffe euch in der Hauptgalerie. Ritenmeister, die Kluftperle, sie ist weg! Weg? Wie? Ich habe den Schutz selbst eingerichtet. Wie konnte die Kluftperle einfach so verschwinden? Das ergibt keinen Sinn. Wann wurde die Kluftperle das letzte Mal gesehen? Vor ein paar Stunden. Wir haben sie im Wahrsagebecken in der Hauptgalerie gelassen, während die Mitglieder des Konklaves der elf Kräfte losgezogen sind, um sich um andere wichtige Dinge zu kümmern. Als ich zurückkam, fiel mir gleich auf, dass die Perle fehlte. Hatte der Ritenmeister denn nicht für den Schutz der Perle gesorgt? Ja. Das ist das standardmäßige Vorgehen, wenn man es mit einem unbekannten Relikt zu tun hat. Doch das macht das Verschwinden der Perle nur umso verstörender. Etwas fühlt sich falsch daran an. Was ist das Konklave der elf Kräfte? Das Konklave dient dem Orden als lenkende Kraft. Es hat seinen Namen von den elf Kräften der Natur, die wir verehren und denen wir im Rahmen der alten Wege folgen. Das Konklave unterstützt den Ritenmeister in allen Angelegenheiten, die den Unterricht, Politik und wichtige Forschungen betreffen. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Seht, was das Wahrsagebecken offenbart. Am Strand geschieht irgendetwas. Es sind die Yagra. Sie überfallen Atheum. Die Perle. Irgendwie wurden mit ihr die Yagra herbeigerufen. Wir müssen den Strand schützen. Wartet. Ist das ein Schwert? Das wäre dann wohl meins. Ich komme gleich. Irgendwann.
Der goldene Ritter und sein Schwert können warten. Die Yagra sind gerade unsere Hauptsorge. Ich sag ja, das wird noch was mit dem goldenen Ritter. Das Wahrsagebecken hat offenbart, dass die Yagra unsere Insel angreifen. Sie müssen irgendwie die Kluftperle eingesetzt haben, um einen Weg zu öffnen. Wir müssen runter zum Strand gelangen und die Invasoren abwehren. Warum überfallen die Yagra die Insel? Die Seekrecken haben Arteum und seine Geheimnisse schon immer beneidet. Vom Strand aus können sie die Ruinen des Kollegs der Psychika erreichen, wo wir Relikte und andere Gegenstände von arkaner Bedeutung einlagern. Wenn die Seekrecken sich eines der Artefakte aneignen... Wenn die Yagra am Strand angreifen, wie kam die Perle dann dort runter? Das ist ein Rätsel, das wir nach unserem dringlicheren Problem lösen können. Wir müssen runter zum Strand, die Perle vernichten und das Yagra-Portal schließen. Werdet ihr mir bei diesen Unterfangen helfen? Ich werde euch helfen, die Perle zu vernichten. Folgt dem Ritenmeister. Ich teleportiere mich und treffe euch dort. Bei meiner Treue. Müssen die immer reden, sobald man irgendwo rausgegangen ist? Das ist schrecklich. Geht zum südöstlichen Strand, allerdings von Summer's End. Deswegen porte ich da mal hin. Nö. Also der will immer wieder, wenn ich rüber porte, hier unten zu den Ruinen rüber. Jetzt bin ich gerade... Achso, das ist... Okay, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt eine ganz andere Quest, die er mir anzeigt. Also werden wir mal durch die Ruinen gehen. Lasst mich euch begleiten. Ihr müsst die anderen versammeln. Eure Freundin und ich sollten uns hierum kümmern. Also nichts mit Summer's End. Wir können den Strand durch diesen Teil des alten Kollegs erreichen. Komm, lauf. Ich bin standardmäßig viel schneller. Ich laufe extra schon außen. Und nun? Beeilt euch! Hier lang! So, jetzt sind wir immer noch in Summer's End, aber wie man sehen kann, sind wir jetzt hier unten. Ehe wir uns in sichere Gefahr begeben, solltet ihr eines wissen. Hier stimmt etwas nicht. Ich erinnere mich daran, wie ich Ketora besiegt habe, und doch sind die Kreatur und ihre Kabale zurückgekehrt. Und die Perle. Ich kann mich vage daran erinnern, sie selbst weggebracht zu haben. Ich bin verunsichert. Warum sollte man die Perle woanders hinbringen und es niemandem sagen? Das ist es ja genau. Die vage Erinnerung. Sie fühlt sich an, als würde sie jemand anderem gehören. Verzeiht. Darum können wir uns später noch sorgen, wenn wir die Kluftperle gefunden und ihre Verbindung nach Arteum gekappt haben. Erst dann können wir den Strom der Yagra stoppen. Ich kann die Perle vernichten. Gut. Nachdem das Portal zerstört ist, müssen wir die Gewölbe durchsuchen und sicherstellen, dass keine der Kreaturen durch die Verteidigung gebrochen ist. Ich habe versucht, alles bis zum Wahrsagebecken zu untersuchen. Aber etwas hat meine Bemühungen blockiert. Seid ihr bereit, fortzufahren? Ich bin bereit. Das nervt mich jetzt, dass das hier die ganze Zeit am Blinken ist. So. Gut, dann befreien wir mal den Strand. Wenn wir denn hier... Achso, hier kommen wir runter. Da ist schon was Totes. Müssen wir denn hier rumlaufen? Ah, hier, okay. Da ist die Perle. Zerstört sie und schließt das Portal. Wo denn? Da. Von hier läuft man doch sowieso wieder hinterher, sonst. Das war's. Basti, du hast echt keine Ahnung von diesem Spiel. Du bist immer direkt am Schreien, das war's? Dehne jetzt nach den Gewölben. Ja, Basti, das war's, ne? Mit dir, oder? So, betretet das Gewölbe. Moment, wo ist das denn hier? Hier die Treppen hoch, nehme ich mal an. Oh ja, lauf doch komplett woanders hin. Okay, tschüss. Ich gehe dann schon mal.
Wenn er nicht kämpfen will, dann halt nicht. So, was haben wir denn hier noch, was wir durchsuchen können? Diese uralten Gewölbe bergen Relikte von großer Macht und ungewöhnlicher Natur. Ich spüre, Jakutora ist hier. Seid auf der Hut, Freundin von Valsirin. Ihr meint, dass Ktora hier ist? Die Seekrecke oder einer ihrer Agenten. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Geht mit Bedacht vor. Sucht die Seekrecke nach einem bestimmten Relikt? Mir fallen eine Reihe von wahrscheinlichen Kandidaten ein. Einschließlich einiger Relikte, die unseren Vermutungen nach aus dem uralten Seekreckenreich Ulvokus stammen. Lasst uns wieder zur mittleren Rotunde gehen und dort unsere Suche beginnen. Geht voran. Geht voran und dann renne ich vor. Wir verlassen ihn noch versiegelt. Sterblich auf Null. Ja, dann entsiegel ich den halt wieder. Diese Netzbarriere. Verbrennt sie, damit wir in die Rotunde können. Okay, Moment. So. Noch ein dädrisches Eindringen? Entschuldigt. Dädrische Interferenzen und der Schutz Arteums verzögerten meine Ankunft. Mephalas Netze? Ich hasse die! Wenn ich dürfte. Aber die sind so schön rot am Leuchten, die sehen cool aus. Verdammt, aufgespürt! Ich kehre wieder, sobald ich kann. Ein Champion Meridias? Wenigstens war er nützlich. Wenigstens war er nützlich. So voll herablassend hier. Also ehrlich. So, soll ich dich direkt... Ich habe euch getötet. Ich weiß es doch noch ganz genau. Ihr erinnert euch an das, woran ihr euch erinnern sollt. Und dank den Kugeln von Brakendreel sind eure tiefsten Erinnerungen mein. Zurückwurm, das betrifft euresgleichen nicht. Ey! Raus hier, schnell! Wir müssen uns sputen, wenn wir dem Ritenmeister helfen wollen. Hallo? Wo ist sie? Valsirin? Da! Es ist gut, dass ich euch gefolgt bin, nachdem ich den Rest des Konklaves alarmiert hatte. Ich glaube, ich kann Ktoras Geistmagie entgegenwirken, aber ich werde eure Hilfe brauchen. Was geschieht mit dem Ritenmeister? Ktora nutzt die Kraft der Kugeln des Brakendreel, um seine eigene Kraft zu verstärken und den Ritenmeister in einem mentalen Griff zu umklammern. Soweit ich das deuten kann, blättert die Seekrecke durch seine Erinnerungen, wie ihr und ich die Seiten eines Buches umblättern. Was sind die Kugeln von Brakendreel? Ein uraltes Werkzeug. Drei zueinander passende Kugeln, von denen unser Reliktmeister glaubt, dass sie aus dem Perlenmeer stammen. Wir vermuten seit langem, dass sie eine Verbindung zu den Seekrecken haben. Ktora glaubt, dass die Macht des Relikts uns davon abhalten kann, uns einzumischen. Was soll ich denn nun für euch tun? Nehmt diesen Schutzzauberschlüssel. Er wird die Sicherheitsvorkehrungen an den Behältnissen aufheben, damit ihr den Ulvor-Stab finden und zu mir bringen könnt. Ich kann den Stab einsetzen, um die Barriere zu durchbrechen und dem Ritenmeister zu helfen. Achtet nur auf herumstreuende Yagra. Ich werde den Ulvor-Stab finden. Aus dem Weg! Ganz Zeit! Nürn. Ich würde es ja gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Es ist so schade. Man kann sich noch nicht mal irgendwie mitnehmen und irgendwo ins Haus stellen. So, Basti. Ich brauche dich als Tank. Du kannst mit dem Kram besser umgehen als ich. So. Wir müssen hier rum. Dachschen. Wir müssen rechts rum. Hallöchen, hallöchen. Wehrt euch nicht! Eure Erinnerungen
gehören jetzt Ketora. Ich wollte gerade sagen, ich wehre mich doch gar nicht. Aber ich war gar nicht gemeint. Das sind aber, achso, ich bin ja noch. Ich bin ja abgelenkt von den Relikten im Hintergrund. Euer Geist ist mein Geist. Yachesis, enthüllt mir eure Erinnerungen. Ist schon eine coole Kammer hier, ne? Ich meine, was man. Oh, der ist hier niedlich da oben. Das, was sich dreht, das würde ich auch gerne im Haus haben. Moment, hier ist der Durchgang. Schutzzauberschlüssel. Huch, ich habe unser Ziel erreicht. Das sieht cool aus mit dem Blauen. Gut, dann habe ich gerade die Orientierung verloren. Moment, wir müssen jetzt, obwohl können wir... Theoretisch können wir da zurück, oder? Nehme ich an. Ewig wehrt ihr euch nicht. Das Herz des durchschaubaren Gesetzes wird mein sein. Hallo? Getötet von einem Block. Das muss man mal erst nachmachen. Okay. Da ist sie. Und was jetzt? Uns läuft die Zeit davon. Wonach die Seekrecke im Geist des Ritenmeisters auch immer suchen mag. Ich glaube, sie steht kurz davor, es zu finden. Habt ihr mir den Ulvor-Stab gebracht? Ich habe den Ulvor-Stab gefunden. Hervorragend. Und der scheint in perfekter Verfassung zu sein. Mit dem Stab kann ich die Barriere durchdringen und einen Weg zu der Vorstellungswelt öffnen, wo der Ritenmeister gegen Ketora ankämpft. Wir werden also in den Geist des Ritenmeisters eindringen? Nicht wir. Ihr. Ich muss hierbleiben, um euch in der körperlichen Welt zu verankern. Und ihr werdet in Ketoras Geist vordringen. Wir nutzen die Verbindungen zwischen ihnen, um euch dorthin zu schicken, wo ihr der Seekrecke wirklich wehtun könnt. In ihrer Vorstellungswelt. Wie kann ich Ketora in der Vorstellungswelt Schaden zufügen? Ketoras Vorstellungswelt ist der ideale Ort, sich der Seekrecke entgegenzustellen. Dort ist er am verwundbarsten. An einem Ort, wo Gedanken Wirklichkeit werden, könnt ihr Ketora ein für allemal aufhalten. Berührt nun den Stab und rettet den Ritenmeister. Ich werde die Vorstellungswelt betreten. Vorhang auf. Berührt den Stab und betretet die Vorstellungswelt. Aua. Das tat mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein wenig weh, wie ich hier reingekommen bin. Aber man sehe sich mal diese geile Optik an. Es sieht aus, als ob wir hier wirklich im Gehirn von irgendjemandem drin sind. Ich finde das so dermaßen geil. Merzt die Wächter aus, um die geschützten Erinnerungen zu offenbaren. Ihr schwächt Ketora und erfahrt zugleich etwas. Hallo? Dann halt die Kleinen. Abgemacht ist abgemacht. Die Insel für das Herz des durchschaubaren Gesetzes. Ja, genau wie abgemacht. Aber nur ein Teil des Kristalls. Die Sapiarchen dürfen nicht zu früh gewarnt sein. Sagt den anderen Fürsten, alles wird gut. Der Ritenmeister ist meiner Magie nicht gewachsen. So hat es Nocturna mir versichert. Enttäusche uns nicht, Ketora. Also ich finde ja immer noch, dass da einer zu viel Star Wars geguckt hat. Ne? Aber gut. Ist nicht negativ gemeint. Ich meine, ist ja auch stark ver... Das heißt stark, aber ist ja auch verändert. Von daher... Was seid ihr denn jetzt für komische Zombies? Ihr seid aus einem Grund hier, Wurm. Eure Kluftkabale mag mich besiegen, aber den gesamten Psychic-Orden bezwingt ihr nie.
Erneut verkennt ihr das Offensichtliche. Wenn die Zeit reif ist, werdet ihr meinen Befehlen genau folgen. Bis dahin vergesst. Nein! Nein! Der Riesenmeister erwacht. Ihr müsst weiter vorrücken. Ja, aber ich muss mir das noch mal kurz angucken. Das sieht so cool aus. Hallo? Ach so! Ich wollte gerade sagen, ich kann gar kein E drücken. Okay. Machen wir es so. Wer bist du denn? Ihr werdet ausgelöscht. Vergessen. Vor oder nach deinem Tod? Sprecht mir nach, Wurm. Sagt mir, was ihr tun müsst. Ich gehe in den Kristallthron. Ich hole das Herz des durchschaubaren Gesetzes. Ja, versteckt es, bis ich euch sage, ihr sollt es mir geben. Nicht mal die Fürsten dürfen wissen, wo es ist. Das Herz versteckt. Ja. Meine Erinnerungsschilde! Ihr habt sie zerstört! Spürt die erdrückende Last eurer Unbedeutsamkeit! Thoras Verstand! Er zerfällt einfach! Ich bringe den Riesenmeister zurück in sein Arbeitszimmer. Alter. Ihr müsst hier raus! Verlasst die Vorstellungswelt mit dem Stab! Sprecht mit Sutasil! Aua. Hi. Lang nicht mehr gesehen. Eine Seekrücke. Interessant. Ich habe ein solches Exemplar schon seit einer außerordentlich langen Einheit zur Messung der Zeit nicht mehr seziert. Wo sind Valsiren und der Ritenmeister? Valsiren hat den Ritenmeister zum Turm Zepora gebracht, um sich um seine Wunden zu kümmern. Zu eurem Glück traf ich noch rechtzeitig ein, um dabei zu helfen, einen Weg aus dem sterbenden Geist der Krecke zu öffnen. Was habt ihr erfahren können, bevor die Vorstellungswelt in sich zusammenbrach? Ktora ist einen Handel mit den Dädrischen Fürsten eingegangen und hat die Erinnerungen des Ritenmeisters manipuliert. Ja, das ahnte ich bereits. Die Triade der Dädrischen Fürsten ist sehr dreist geworden, was ihre Versuche einer Beeinflussung Nirns anbelangt. Auch wenn dieser Einfluss offenbar eher ein untergeordnetes Ziel für sie ist. Die Krecke war jedoch nicht in der Lage, sich die Erinnerung des Ritenmeisters zu beschaffen, auf die sie aus war. Ktora wollte herausfinden, wo der Ritenmeister etwas versteckt hat, das man das Herz des durchschaubaren Gesetzes nennt. Diese Eröffnung verstört mich. Ich fürchte, der Kristallturm war einfach ein zu verlockendes Ziel für die Dädrische Triade. Ich muss über die vollen Auswirkungen ihres Komplotts nachdenken. Ich schlage vor, dass ihr in der Zwischenzeit zum Turm Zepora geht und herausfindet, wie es um den Ritenmeister steht. Natürlich. So, die Frage ist, kommen wir hier direkt raus? Nee, eher nicht. Wo will der mich denn jetzt hinführen? Soll ich jetzt hier nochmal komplett... Nee. Lieferanteneingang. Ja, das ist doch cool. Wir nehmen den Lieferanteneingang, um nach draußen zu kommen. Ja, finde ich gut. So, ich mache mich trotzdem wohl gute Laune, als sie diesen Ort erschufen.
Ja, vielleicht. Ich mache mich trotzdem da mal eben auf, zurück zum Ritenmeister und wir sehen uns dann, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. So, wo ist der Ritenmeister? Moment, da müssen wir hier erstmal rechts rum. Jetzt können wir allerdings nochmal eben die Sachen wieder auspacken hier. Einmal noch geradeaus. Und schwupps. Wie ihr wünscht, Ritenmeister. Ich reise umgehend nach Lilandril. Und ich lasse es das Auge der Königin wissen. Ich stehe noch tiefer in eurer Schuld, Freundin von Walseren. Was ihr beide getan habt, um mir zu helfen, geht über jedes gewöhnliche Maß hinaus. Habt Dank. Und offenbar ist euch gelungen, woran ich scheiterte. Ihr habt der Bedrohung durch Ketora ein Ende gesetzt. Ich habe Ketoras Erinnerungen gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was euch widerfahren ist. Ketora hat mich in der Vergangenheit überlistet. Er pflanzte mir die Erinnerung an einen Sieg ein, den es nie gab. Und einen Zwang. Unter seinem Einfluss stahl ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes aus dem Kristallturm. Offenbar habe ich es versteckt und danach alles darüber vergessen. Auf diese Erinnerung war er aus. Welche Bedeutung hat das Herz des durchschaubaren Gesetzes? Der Kristallturm stellt einen mystischen Schutz für Sommers End dar. Das durchschaubare Gesetz, ein Kristall an der Spitze des Turms, dient als seine Kraftquelle. Nach der Entfernung des Herzens von dem Kristall wird der Schutz, den der Turm bietet, langsam schwächer. Also ist das Herz Teil eines größeren Kristalls? Ja, ein kleiner Kristall, der in einen größeren eingelassen war. Wenn die dädrischen Fürsten das Herz erlangen, könnten sie die Kontrolle über den Kristallturm übernehmen. Walseren und Oriandra werden Sommers End warnen, während ich weiter versuche, mich zu erinnern, wo ich das Herz versteckt habe. Gibt es etwas, was ich tun kann, um euch dabei zu helfen, eure fehlenden Erinnerungen zurückzuerlangen? Ihr halft mir, mich an meine wahre Begegnung mit Ketora und seine Kluftkabale zu erinnern. Ich weiß wieder, wie sie mich vor 300 Jahren besiegten, wie sie mich dazu brachten, nach ihrem Willen zu handeln, wie sie mich das vergessen ließen. Fürs Erste muss ich allein die Erinnerungen ergründen, die mir noch fehlen. Ja, und wir haben einen Fertigkeitspunkt erhalten und einen präzisen Flammenstab. Vielleicht können die Psychic-Weisen mir helfen, mich daran zu erinnern, wo ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt habe. Wenigstens habt ihr Ketora aufgehalten, bevor die Seekrecke sich dieses Wissen aneignen konnte. In der Zwischenzeit müssen wir die Sapiarchen vor der Bedrohung für den Kristallturm warnen. Wer sind die Sapiarchen? Die Sapiarchen sind die herausragendsten Gelehrten von ganz Sommers End. Sie sind die Hüter des Kristallturms und die Verwalter des Kollegs der Sapiarchen. Zu ihren vielen Pflichten zählt auch, dass sie jeden einzelnen mehr ausgebildet haben, der je auf Alinors Thron saß. Soll ich die Sapiarchen für euch warnen? Ich habe Walseren nach Lilandril geschickt, wo sich das Kolleg der Sapiarchen befindet. Sie soll die Gegend erkunden und herausfinden, ob der Hof des Aufruhrs bereits gegen die Sapiarchen vorgeht. Ihr müsst für mich nach Alinor reisen, um die Erlaubnis der stellvertretenden Königin einzuholen, das Kolleg zu betreten. Ich gehe sofort nach Alinor. Meine Taten haben den Kristallturm geschwächt und Sommers End in Gefahr gebracht. Ich hasse die Vorstellung, wozu mich diese üble Kreatur mit ihrer mächtigen Geistmagie noch alles gezwungen hat. Vergebt mir solche Gedanken. Ich werde in Alinor Bescheid geben, dass die stellvertretende Königin mit eurem Erscheinen rechnen kann. Weiß die stellvertretende Königin, wer ihr seid? Auch wenn wir einander nie offiziell vorgestellt wurden, ist die stellvertretende Königin sehr wohl mit dem Ruf des Psychic-Ordens und seines Ritenmeisters vertraut. Sie wird sich an die uralten Gebote halten und uns in dieser Sache die Unterstützung zukommen lassen, die wir brauchen. Also hat Ketora über all diese Jahre hinweg über euer Handeln bestimmt? Nein, ich bezweifle, dass Ketoras Magie bis nach Atheum reichen konnte, nachdem ich es aus der Welt entfernte. Ich glaube, deshalb habe ich die Insel überhaupt verborgen. Aus einer Art Überlebensinstinkt heraus. Wenn die Kluftperle nicht gewesen wäre,
hätte Ketora seinen Einfluss auch nie wieder auf mich ausüben können. Wohin habt ihr Valsiren und Oriandra entsandt? Ich habe Valsiren nach Lilandril geschickt, um das Gebiet um das Kolleg der Sapiarchen herum auszukundschaften. Sie wird sich dort mit euch treffen, sobald ihr die Erlaubnis der stellvertretenden Königin eingeholt habt. Was Oriandra anbelangt, ich habe sie Rasumdar, das Auge der Königin, warnen geschickt. Er muss hiervon erfahren. Und wer ist die stellvertretende Königin? Königin Ayrens Regentin, während sie fort ist. Die stellvertretende Königin Alvinave überwacht die Regierung von Sommersend vom königlichen Palast in Alinor aus. Ich habe sie noch nie getroffen, aber allen Berichten zufolge ist sie ein wenig festgefahren, was ihre Gewohnheiten angeht. Erzählt mir mehr über die Sapiarchen. Die Sapiarchen sind die Weisen von Sommersend, ein Kolleg von Gelehrten und Lehrern, die die erlesensten Geister der Altmeergesellschaft darstellen. Jeder Sapiarch ist einem bestimmten Fachgebiet verschrieben und gemeinsam unterhalten sie die größte Wissenssammlung unseres Zeitalters. Und was haben die Sapiarchen mit dem Kristallturm zu tun? Die Sapiarchen dienen als Kuratoren des Kristallturms. Zwei bestimmte Sapiarchen bilden zusammen ein Paar, das man die Turmwächter nennt. Sie beschützen zwei Schlüssel, die man braucht, um den Weg in den Turm zu öffnen. Wir werden irgendwann ihre Hilfe brauchen. Aber erst zur stellvertretenden Königin. Warum ist der Kristallturm so wichtig? Der Kristallturm ist eine Manifestation uralter und mächtiger Magie sowie ein Symbol der Altmeer. Seine Gegenwart beschützt Sommersend. Die Seekrecken haben mich benutzt, um diesen Schutz zu schwächen, wodurch ihre Invasion möglich wurde. Davon abgesehen gibt es Gerüchte. Was für Gerüchte? Die Art, bei der ich die Macht des Turms nur sehr ungern den Seekrecken oder den dätrischen Fürsten überlassen würde. Den Legenden nach existiert der Kristallturm in allen planaren Reichen zugleich. Er verbindet wortwörtlich alle Wirklichkeiten miteinander. Ja, Basti, steh hier nicht im Weg rum. Ich würde sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.